Hallo Leute, man glaubt es kaum, es gibt was zu vloggen. Ihr seht es, im Hintergrund ist schon alles aufgebaut, beziehungsweise provisorisch, ja, reinste Chaos aufgebaut. Wir fahren nämlich in den Urlaub, wir machen einen Roadtrip für 3 Wochen nach Kroatien und ich dachte mir, ich vlogge das, weil es könnte interessant und schön werden. Und jetzt müssen wir aber los, weil sonst kommen wir in den Stau. Mehr erzähle ich, wenn wir da sind oder halt morgen oder irgendwann oder vielleicht auch gar nicht. Vielleicht lade ich auch gar keinen Vlog hoch, man weiß es nicht. Okay. Guten Morgen und jetzt mal auch ohne Zeitdruck oder Essensdruck oder so. Ich habe gesagt, wir sind im Urlaub mit meinem Bus, weil auch viele immer gefragt haben, so Janika, baust du den jetzt eigentlich noch um oder was ist da los? Naja, ich hatte nie Zeit dafür. Ich wollte das machen, sobald ich mit meinem OK-Kanal ein bisschen weniger zu tun habe. Und jetzt wollten wir aber schon in den Urlaub fahren. Deswegen hat mein Papa den Bus jetzt so provisorisch schnell mal umgebaut. Hier hinten ist dann die Küche. Also man macht einfach die Klappe auf. Und da haben wir gestern noch gekocht. Wir machen jetzt Rührei mit Nudeln, weil wir haben noch Nudeln von gestern übrig. Deswegen kochen wir jetzt. Und mehr crazy Sachen gibt es noch gar nicht so hier. Passiert dir noch was, oder? Prost. So, jetzt geht's los. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Wir gehen 1 Zentimeter raus aus unserem Campingplatz. Man sieht es eigentlich auch schon von unserem Bus aus. Und man hat ungefähr die krasseste Aussicht. Ja, ich glaube, es gibt auch schon noch ganz normal in Triest. Aber guckt euch das mal an. Wir fahren jetzt in die Stadt. Wie wir das machen, ist noch unklar, weil im Internet steht, dass es hier eine alte Trambahn gibt, die von oben nach ganz unten fährt. Angeblich ist sie das letzte Mal aber 2017 gefahren. Deswegen schauen wir jetzt nach. Was denn? Die fährt nur alle 2 Jahre. Ja, stimmt, die fährt halt einfach nur alle 2 Jahre. Mal gucken, ob wir heute Glück haben. Wenn die nicht fährt, dann fahren wir mit dem Bus runter und dann gucken wir uns ganz entspannt Triest an. Trieste. Das ist jetzt doch der Bus geworden. Wir sind auch gleich einen Halt weitergefahren zum Schloss Miramare, da wo Sissi lebt hat. Nee, der Bruder vom Franz. Der Maximilian. Der Maximilian hat da gelebt, hat der sie erzählt. Hatte da seine Frau, weil die war irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht so richtig. Auf jeden Fall kommt das auch im Sissi-Film vor, hast du gesagt. Ja, ich glaube nur in dem neuen. Also, ich will jetzt hier keine Fake News verbreiten. Okay, so, wir gehen uns jetzt das Schloss angucken. Und wir haben uns jetzt ein Tagesticket geholt. Also die Tram fährt, glaube ich, wirklich schon seit 2017 nicht mehr. Es sieht eher so aus, als würde sie schon seit 2007 nicht mehr fahren. Oder seit 1900. Man weiß es nicht. Ja, aber so ein Tagesticket kostet halt 4,50 Euro. Und du kannst halt, ich glaube, überall in Triest damit rumfahren. Das ist so billig. In München würdest du dafür 13 Euro zahlen pro Person. War schön, hat Eintritt auch nur 4 Euro für beide gekostet, weil wir unter 25 sind und EU-Einwohner. Ja!
Naja, normal hätte es 8 Euro gekostet. Das hätte sich jetzt mit 16 Euro, glaube ich, nicht so arg gelohnt. Aber so war es schon ganz nett. Und da hing sogar das Bild von dem, haben wir das vorhin erzählt, dass die Sissi hier angekommen ist. Ein großes Spektakel. Da sitzt eine Möwe. Hallo. Sehr schön. Und jetzt fahren wir in die Stadt, weil wir haben Hunger. Eigentlich wollten wir uns noch mit Falco treffen, weil der ist gerade eben zufällig auch in Triest. Also zufällig nicht, er wohnt hier. Er ist hier aufgewachsen. Er ist aber genau heute nicht da. Und jetzt brauchen wir einen kleinen Snack. Die Möwe guckt auch nach einem Snack. Auch sehr peinlich, was Bestellen hier angeht, weil wir einfach so unsicher sind. Wir wollten gerade eben eigentlich nur 2 Wasser und 2 Sandwiches, also Panini oder Tramezzini, haben, damit wir einen Snack bekommen. Und dann kam er so und wir beide so, buongiorno. Ich so, ciao. Wir haben nichts gesagt. Wir haben uns angeguckt und waren so richtig hilflos. So, scheiße, wer bestellt jetzt? Ich dachte, du machst das. So, nee, okay. Dann habe ich sie gefragt, so, ja, es ist denn jetzt halt du, das ist schon das, und sie sagen, du, ich so, okay, du, Aqua, and Panini. Und dann hat er schon gemerkt, so, okay, gut, dann hat er mit uns auf Englisch geredet und dann war es eigentlich echt okay. Aber ich frage mich echt immer, wie machen das denn unsere Eltern? Sind die da irgendwie selbstbewusster? Gehen die da hin, so, du, Aqua, and something to eat? Naja, auf jeden Fall gestern auch beim Campingplatz. Wir schieben das immer so von uns weg, so, ja, komm, du gehst jetzt rein, uns anmelden. Das nächste Mal mache ich das. Das ist das erste Mal, dass ich so in Campingurlaub fahre ohne meine Eltern. Das habe ich ja schon ewig lang nicht mehr gemacht. Und ansonsten eben mit 15, 14 noch mit meinen Eltern. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ein Eis essen. Ich berichte, wie es wird, ob wir es hinbekommen oder nicht. Also, Berichterstattung, es hat super geklappt. Die war lieb. Ja, wir standen erst 5 Minuten drin und haben gar nichts gesagt, aber wir mussten uns ja auch entscheiden, welche Eissorte wir haben wollen. Das stimmt. Ja. Wir sind wieder da. Wir waren jetzt doch nichts essen unten in der Stadt. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe oder nicht. Ich glaube nicht. Wir haben überlegt, ob wir essen gehen sollen, aber jetzt haben wir überhaupt noch gar keinen Hunger, weil wir ja Sandwiches nachmittags gegessen haben. Wir haben uns gedacht, so, wir sind schon so ultra fertig. Ich gehe auch gleich duschen, damit man auch diese Visage hier wieder ertragen kann. Wir haben hier einen Stellplatz und genau da ist ein Restaurant. Und das hat auch nicht so schlechte Bewertungen auf Google. Deswegen haben wir uns gedacht, die Aussicht ist schön, die Sonne geht bald unter. Gehen wir doch einfach da essen. Okay, Heinrich, komm her. Wir waren jetzt gerade eben noch essen. Vom Sonnenuntergang haben wir leider nichts mitbekommen, weil wir reingesetzt wurden, weil draußen alles reserviert war. Naja, aber man ist ja auch nur einmal in Triest. Wow, Scheiße. Nicer Urlaub auch. Das Essen war sehr lecker. Ich habe es nicht gefilmt, weil es da drin einfach zu grindig aussah, um dass ich es hätte schön gestalten können. Ich schneide jetzt noch eine kleine Stunde mein Video für okay. Und dann gehen wir eigentlich auch schon ins Bett, weil es ist schon 9 Uhr. Und morgen fahren wir nach Rovin. Das ist dann der zweite Stopp. Ja. Dann sehen wir uns beim zweiten Stopp Rovin wieder. Okay, tschüss. Tschüss.